Leica Summilux 24mm 1.4. Wenn du dich für dieses Objektiv interessierst oder aber du wissen möchtest, warum dieses kleine Teil so verdammt teuer ist, dann solltest du dranbleiben. Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, deinem Händler für neue und gebrauchte Leica-Kameras. Und natürlich Objektive. Und so weiter. Eine Frage vorweg. Wer genau ist die Zielgruppe für dieses Objektiv? Ich habe im Vorfeld so ziemlich jeden Fotografen gefragt, den ich persönlich kenne. Ich habe gesagt, hey Leute, stellt euch vor, ihr sitzt am Frühstückstisch, ihr schlagt die Zeitung auf und dann seht ihr ein riesiges Bild von diesem Objektiv. So, dann seht ihr noch eine Liste von weltbekannten Fotografen, die mit diesem Objektiv unterwegs sind. Dann lest ihr noch Made in Germany und eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 7.000 Euro. Was wären eure ersten Gedanken? Was wären eure Erwartungshaltungen? Und einfach angenommen, ihr hattet es noch nie in der Hand. Dann habe ich ziemlich viele Antworten bekommen. Ich glaube, jeder hat sich gemeldet. Und alle Antworten konnte man komplett in zwei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie hat gesagt, wir würden uns bei diesem Objektiv Folgendes anschauen, nämlich, wie sieht es aus mit der Schärfe, mit dem Bokeh, mit der Vignettierung? Und wenn diese technischen Daten deutlich besser sind, wie bei einem herkömmlichen 24mm Objektiv, dann würden wir uns für dieses Objektiv entscheiden. Also kurz gesagt, die Technikergruppe. Die andere Gruppe hat gesagt, die technischen Daten sind uns völlig wurscht. Wir würden uns angucken, welches Gefühl vermittelt uns dieses Objektiv? Verändert es meinen Blickwinkel auf die Welt? Macht es mich oder meinen Bildlook einzigartiger? Diese Gruppe ist in meinen Augen nicht die Zielgruppe für ein Leica M-System und somit auch nicht die Zielgruppe für dieses Objektiv. Ihr bekommt aktuell ein 24mm 1.4 für 700 Euro mit allem, was ihr wollt. Von einem bekannten Hersteller, sogar mit Autofokus. Das Summilux hat gar keinen Autofokus und kostet das Zehnfache. Das ist eine Menge. Das würde jetzt bedeuten, für diese Gruppe, die technischen Daten müssen auch zehnmal so gut sein. Sonst ist der Preis ja gar nicht gerechtfertigt. Ist das möglich? Ist nicht möglich. Summilux ist scharf, sehr scharf, aber doch nicht zehnmal so scharf. Das Bokeh ist wunderschön, richtig cremig, aber doch nicht zehnmal so schön, ganz ehrlich. Das bedeutet, wenn du dich als Fotograf eher zu dieser Gruppe zählst und dir technische Dinge sehr, sehr wichtig sind, ist ein M-System nicht unbedingt das, was ich dir empfehlen würde, kannst du natürlich trotzdem weiterschauen. Allgemein, wenn es um technische Fragen geht, schaut bitte auf der Leica Homepage. Die ist wunderbar. Ihr könnt euch über jedes Produkt bis ins kleinste Detail alles runterladen. Wie viele Linienpaare, wie scharf, welche Blende ist und. So, das will ich jetzt nicht auswendig lernen und dann so tun, als hätte ich das getestet. Ne? Darum geht es hier nicht. Es geht um einen Erfahrungsbericht. Es geht nur darum, was sehe ich, was fühle ich, was rieche ich, was schmecke ich. Ihr könnt aber jetzt sehr, sehr gerne mal unten in die Beschreibung gucken. Da ist ein Link. Und da findet ihr Fotos, die ich mit dem Summilux gemacht habe, mit der Leica M10. Und die Bilder, das sind RAW-Dateien, die könnt ihr in euren Lightroom laden oder sonst wo rein und könnt einfach mal ausprobieren. Könnt schauen, wie funktioniert euer Preset mit dem Leica-Look, gibt es den Leica-Look und so weiter. Schaut es euch mal an, nutzt das gerne. Die Bilder sind natürlich meine Fotos und die solltet ihr, dürft ihr nicht im Internet verwenden, aber für euch zu Hause, um mal auszuprobieren, gerne. Herzliche Einladung. So, kommen wir endlich zu meinen Eindrücken. Welche Eindrücke habe ich gemacht mit diesem Objektiv? Also erstmal, wenn du das Summilux in der Hand hast, dann hast du entweder 6.000 bis 7.000 Euro dafür bezahlt oder du stehst gerade vor dem Verkäufer und gibst dir größte Mühe, so zu tun, als ob du es kaufen würdest. Was fällt auf? Ich versuche es euch mal zu beschreiben. Also, wir haben hier ein 24mm. Soweit sind wir schon mal. Wir haben eine Blende von 1.4 bis maximal 16. Wir haben eine Naheinstellgrenze von 70 cm. Komme ich später noch drauf.
Blendenlamellen, ist das wichtig? Ich kann es mal zählen. 1, 2, 3. Eine Ewigkeit später. Es sind wahrscheinlich 11, also unter Vorbehalt. So, was haben wir noch? Das Objektiv ist ziemlich kalt, fühlt sich kalt an, weil alles ist aus Metall. Als ich das Summilux das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, eieiei, ganz schön klein und dafür ziemlich schwer. Und eine Leica M liegt ja eigentlich nicht so gut in der Hand. Ich dachte, das wird schon sehr kopflastig sein. Ist aber nicht der Fall. Vom Gefühl her würde ich sogar sagen, dass die Leica, das ist jetzt eine M10, und das Summilux ziemlich gleich schwer sind. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es fühlt sich sehr ausbalanciert an. Es fühlt sich gleich schwer an. Es fällt überhaupt nicht negativ auf. Ist schön. Könnt ihr euch um den Hals hängen, den ganzen Tag rumlaufen, kein Problem. Alles an diesem Objektiv fühlt sich unglaublich gut an. Wir haben hier Metall, wir haben hier Metall. Ob ihr jetzt am Fokusring dreht, ob ihr die Blende verstellt. Es ist einfach ein Genuss, die Blende zu verstellen. Wahnsinn. Alles hört sich gut an. Die Blende hört sich super an. Der Fokusring und hier mein Lieblingsgeräusch. Ist auch aus Metall, die Sonnenblende, natürlich. Hammer, oder? Gänsehaut. Die ganze Schrift, da bleibt ihr mit dem Fingernagel hängen. Weil, das ist nicht nur drauf gedruckt, das ist so richtig reingestanzt. Ja, also, was soll man sagen? Wenn man auf Objektive steht, ist eine gute Sache. Ist ein echt sexy Produkt. Kann man nicht anders sagen. Kann man so machen. Ja, da nicht jeder die Möglichkeit hat, so eine Leica M10 in der Hand zu haben mit einem Summilux und euch das ja vielleicht interessiert, wie sich das so anhört und anfühlt und so weiter, haben wir uns größte Mühe gegeben, einen kleinen Trailer zusammenzuschneiden, wo man dieses Objektiv einfach mal näher erleben kann. Film ab! Was macht dieses Objektiv mit mir, mit meiner Fotografie und das ganze Leica M-System, was macht das mit mir, was gibt mir das? Unfassbar viel. Ich wurde noch nie in meinem Leben aus ästhetischen Gründen auf meine Sony angesprochen oder auf meine Nikon angesprochen. So, wow, also wunderschöne Kamera, so, das hat noch nie einer gesagt. Bei der Leica passiert mir das ständig. Also was man wirklich oft hört, oh, du fotografierst noch auf Film. Sag ich immer, nee, ist eine ganz moderne Kamera, die sieht nur alt aus. Guck hier, ich habe einen Bildschirm. Dann wollen die gucken und ich mache den Bildschirm mal an. Ah, okay, und wow und so. Was man auch oft hört, oh, die ist aber schön. Hm? Sehr ästhetische Kamera, sieht sehr gut aus. Und was man oft hört, kann ich die mal halten? So, und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei so einem Oldtimer. Nicht jeder Mensch hat das Interesse an einem Oldtimer. So ein altes, wertvolles Ding, ganz selten. Hat nicht jeder Interesse dran, interessiert viele nicht. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, an einem Sonntagnachmittag bei schönem Wetter mal sich in so ein Auto reinzusetzen oder vielleicht eine Runde damit zu fahren, das ist ein Highlight. Ne? Das war ein schöner Sonntag dann. Und so ein bisschen dieses Gefühl kaufst du dir auch mit dem Leica M-System ein. Du kaufst es dir sehr teuer ein, ja, aber du kriegst es. So. Und ganz, ganz ehrlich, es ist schon ein echt cooles Gefühl, wenn ein Profifotograf vor dir steht, der schon seit 100 Jahren fotografiert und der wird auf einmal ganz schüchtern, weil er noch nie eine Leica in der Hand hatte und sagt, kann ich die mal halten? Also, es ist cool. Man braucht es nicht, nö, wozu?
Aber es ist schön, es ist schmeichelnd und man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Die Leute, ich erzähle es euch ja gerade, ne, nach meinen Berichten, die kommen schon von sich aus auf mich zu. So, ich hab es mit offenen Menschen zu tun. Und was gibt es als Fotograf Schöneres, als wenn man es mit offenen Menschen zu tun hat? Sumilux 24 mm 1.4. So, das Objektiv ist relativ klein, es ist leicht, es ist schwarz und unauffällig. Und zusammen mit der Leica M erst recht. Das ist schon ein ziemlich kleines, unauffälliges Kamerasystem. Ich würde mal sagen, Understatement pur. Du wirst mit der Kamera anders wahrgenommen und du gibst dich auch anders mit der Kamera. Die Kamera gibt dir andere Möglichkeiten. Ich versuche es mal zu beschreiben. Ich bin Hochzeitsfotograf, zusammen mit meiner Frau Tali. Ich bin Matt übrigens. Und ihr könnt uns übrigens folgen bei Instagram, ne? Hier unten in der Beschreibung. So, ich habe es natürlich extra mal übertrieben. So, schaut euch das Gerät an. Eine Riesenkamera mit Batteriegriff, mit 70-200, Sonnenblende und noch ein Blitz. Mir ist nicht mehr eingefallen, was ich noch so drauf machen könnte. Ich glaube, ich habe alles dran, was ich dran krieg. Ich weiß nicht, ob euch noch was einfällt. Ist natürlich, ne, um zu übertreiben. Aber stellt euch mal vor, damit kann ich doch nicht auf eine Hochzeit gehen. Jetzt mal ehrlich, die Leute rennen doch weg. Egal wie gut das jetzt ist oder welche Möglichkeiten ich habe, die Leute rennen weg. So kann ich vielleicht zum Shooting gehen, wenn ein Model schon total kameraerfahren ist und überhaupt keine Angst vor Kameras hat. Ja, warum nicht? Aber doch nicht zu einer Hochzeit, wo 90% der Menschen überhaupt keine Erfahrung hat, vor der Kamera zu stehen. Die haben doch Angst, die haben Skepsis, die, weiß ich nicht, die sind nicht offen mir gegenüber. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich schreie, ne? Ich schreie, dann läufst du doch weg. Weil erstens findest du es total bescheuert und unangenehm. Und zweitens hörst du ja eh von 100 Metern noch, was ich sage, ne? So, wenn ich aber ganz leise spreche und ganz ruhig, dann musst du an mich ranrücken. Du musst an mich ranrücken, ganz nah, damit du verstehen kannst, was ich sage. So, und so ein bisschen ist das auch mit den Kameras. Wenn du mit so einem riesen Apparat ankommst, laufen die Leute weg. Du treibst sie vor dir weg. Wenn du so eine kleine Kamera hast, dann erlaubst du den, oder die Menschen erlauben dir, in die Situation reinzukommen. Den Moment, den du fotografieren möchtest, du kannst mitten in diesem Moment drinstehen, weil du unterschätzt wirst mit dieser Kamera. Und das ist total wichtig, das ist ein Game Changer. Das ermöglicht dir Bilder, die du damit nicht machen kannst. So, und hier brauchst du natürlich dringend das 70-200, weil die ganzen Menschen, die vor dir wegrennen, bitte warten Sie! So, da musst du ja, ne? Die laufen weg und dann, ja, lassen wir das. Game Changer. Kleine Kamera ermöglicht dir viel mehr in Momente einzutauchen als eine große Kamera. Und eine kleine Kamera hilft dir, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Gerade das Leica M-System. Na, die Leute fragen, was ist das? Filmkamera. Oh, ist die schön. Darf ich die mal halten? So. So, wie sieht das Fotografieren mit dem Objektiv jetzt in der Praxis aus? Ich habe mit diesem Objektiv andere Fotos gemacht, aber auch einfach zwangsläufig. So, das liegt in erster Linie daran, dass es ein komplett manuelles Objektiv ist und du den Fokus selber ziehen musst. Es ist so eine Sache, mit einer Messsucherkamera manuell zu fokussieren. Man muss das üben. Das ist wirklich Übung, Übung, Übung. Man muss erstmal warm damit werden. Und ich sag mal so, wenn du ein Model shootest und das Model bewegt sich nicht, es steht vor dir, du willst ein Porträt machen, das ist keine Challenge. Wenn du jetzt Bewegung hast, das Model bewegt sich, du willst Momente fotografieren, die Haare fliegen, die Hände fliegen, keine Ahnung, dann ist das schon nicht so einfach. Und dann passiert es halt schon mal, dass du aus Versehen in die falsche Richtung drehst und du fokussierst auf unendlich. Und dann ist halt der Hintergrund scharf und nicht das Model. So, und dann sitzt du in Lightroom und sortierst Bilder aus. Und dann siehst du auf einmal dieses Bild und willst es gerade löschen. Und dann denkst du, oh, Moment mal, das sieht ja eigentlich ganz cool aus. So, und
Du machst andere Fotos. Du machst Fotos, die du eigentlich so nicht machen wolltest, weil wir wollen ja immer aufs Auge scharf stellen irgendwie. Und die Kamera sagt dann halt, na komm, machen wir es halt mal anders. Ne? Und genau das sind dann die Fotos, die deinen Horizont erweitern, die dich wissen lassen, okay, so kann man ja auch Fotos machen. Und das ist dann wahrscheinlich genau das Foto, was du posten wirst. Ich habe mir noch drei Punkte aufgeschrieben, die mich echt genervt haben an dem Objektiv, die man erwähnen muss. Punkt 1, die Naheinstellgrenze. 70 cm bei 24 mm Brennweite ist echt viel. Ich bin es gewöhnt, mit 24 mm zu fotografieren oder mit 35. Und dann gehe ich aber gerne sehr, sehr nah ran, weil das mag ich. Ich mag es, Details zu fotografieren, aber trotzdem noch irgendwie einen größeren Bildausschnitt zu haben. So, also wenn du sagst, du gehst sehr gerne nah an Menschen ran oder du fotografierst Paare und du willst Intimität sichtbar machen, du willst gerne sehr, sehr nah rangehen, ist das Objektiv überhaupt nichts für dich. Guck dir mal die Beispielbilder an. Ich bin bei mehreren so nah rangegangen, wie es nur geht. Fast immer bin ich so nah rangegangen, wie es nur geht. Und es ist echt eine Distanz. Ne? Das hat mich oft sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ne? Also, um nochmal auf das Hochzeitsbeispiel zurückzukommen. Ich könnte mit einem 24 mm eine komplette Hochzeit fotografieren, ja. Aber nicht mit diesem, weil da würde mir voll was fehlen. Gerade in der Hochzeitsfotografie sind Details total wichtig. Von mir aus auch irgendwelche Ringaufnahmen oder wie das Make-up gestylt wird und keine Ahnung was. Also Details sind einfach schön. Und wenn du immer nur maximal 70 cm an das Objekt ran kannst, das sind keine Details, ganz ehrlich. Klar, du kannst dann auch ranzoomen und so, aber das wäre eine etwas eintönige Reportage, also für die Hochzeitsfotografie. Ne? Für Shootings und in der Stadt rumlaufen und so, mega, ne? Boah, da brauchst du wahrscheinlich nichts anderes. Punkt Nummer 2, der mich an diesem Objektiv genervt hat, der Preis. Das ist jetzt eine persönliche Sache, aber ich bin es nicht gewöhnt, mit sehr teuren Sachen rumzulaufen. Ich habe keine teure Uhr oder sowas. Das teuerste an mir ist wahrscheinlich mein Handy und das Objektiv ist ein bisschen teurer, ne? Und in Kombination mit Kamera reden wir hier über 14.000 Euro Neupreis. Und das ist krass. Das ist für mich mega krass. Im Flugzeug, ich habe kein Auge zugemacht, als wir nach Madeira geflogen sind. Da hatte ich die Kamera mit, das Objektiv. Die Kamera war im Handgepäck über mir. Und ich habe immer geguckt, wer will an das Fach ran? Wer geht da dran? Ja. Du schaltest nicht ab. Also ich habe überhaupt nicht abgeschaltet. So. Und das setzt mich total unter Druck irgendwie. Also ich habe immer dreimal überlegt, wo stelle ich die Kamera jetzt hin? Könnte die irgendwie runterfallen? Man geht da irgendwie anders mit um. Das ist aber was Persönliches. Es kann sein, dass du da gar keine Probleme mit hast und ganz anders damit umgehst und so. Für mich ist es komisch, eine Kamera dabei zu haben, die 14.000 Euro kostet. So. Punkt Nummer 3, der mich nervt, und der nervt wirklich. Man kann das jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, ist aber nicht schlimm. Ich beschreibe es. Hier ist der Fokusring. Direkt daneben ist der Blendenring. Der Blendenring ist sehr leicht. Und wenn du den Fokusring drehst und nur maximal, wenn du einen Zentimeter zu weit in Richtung Blendenring gehst, verstellst du die ganze Zeit die Blende mit. Und das ist mir sehr oft passiert. Und dann wolltest du eigentlich ein Bild auf 1,4 machen, hast dann aber auf einmal ein Bild auf Blende 4 gemacht. So hier zu Hause merke ich das natürlich, man hört es ja auch. Aber wenn du mitten im Shooting bist oder in der Stadt, es ist laut, keine Ahnung, du bist in Hektik. Mir ist es mega oft passiert. Ne? Und das finde ich echt doof. Das hätte man irgendwie anders lösen können, dass der Blendenring irgendwie schwergängiger ist oder dass da mehr Abstand ist oder wie auch immer. Das
fand ich nicht gut. So, das waren die drei Punkte, die mir nicht gefallen haben. Wir wollten eigentlich nur ein ziemlich kurzes Video machen zu diesem Objektiv, zu dem Summilux 2414. Das war unser allererstes YouTube-Video, was wir jemals gemacht haben. Also verzeiht uns Fehler und so weiter. Es war echt anstrengend, es war echt, ja, ich bin müde. So. Um nochmal auf das erste Beispiel zurückzukommen, die beiden Gruppen, ne? Die Technikgruppe und die Gefühlsgruppe. Wenn ich jetzt über diese Gefühlsgruppe rede, das Gefühl, das mir dieses Objektiv gibt, wie es meine Sicht verändert auf die Welt, auf die Momente, die ich fotografieren möchte, wenn ich daran denke, wie offen mir Menschen gegenübertreten, wenn ich daran denke, dass das Objektiv, das Kamerasystem mir erlaubt, mitten in dem Moment drin zu stehen und ihn von da zu fotografieren, anstatt von außen. Ja, das ist ein Unterschied. Wenn ich überlege, dass das Summilux, das M-Kamerasystem, meine Fotografie schon ein Stück weit verändert und einzigartiger macht, dann ist dieser Teil total groß. Er überwiegt auf jeden Fall das technische Gelaber. Schärfe, Bokeh und so weiter. Das kann das Objektiv alles, das ist abgehakt. Ne? Da muss man nicht zu sehr ins Detail gucken. Das, was ich hier bekomme, ist so unfassbar viel, dass man schon auf jeden Fall drüber reden kann, dass das Objektiv auch tatsächlich den Preis rechtfertigt. Trotzdem bleibt es natürlich ein Luxusprodukt. Es ist ein Luxusprodukt, das will sich nicht jeder leisten, das braucht auch überhaupt nicht jeder. Ne? Es hat seine Vor- und seine Nachteile. So, zum Abschluss noch einmal Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns sehr über einen Daumen nach oben und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das ist jetzt das erste Video überhaupt und wir wollen einfach mal gucken, wie kommt das an? Interessiert das überhaupt irgendjemanden? Und wenn es jemanden interessiert, dann machen wir natürlich weiter. Ne? Da gibt es ja noch ganz viele andere Objektive und Kameras und ja. So, ich könnte noch ewig weiterreden. Aber am besten schaut ihr selber mal, wie ihr so mit den Fotos klarkommt. Schaut mal unten in die Beschreibung, da findet ihr einen Link. Und da könnt ihr euch Fotos runterladen, die ich gemacht habe mit der Leica M10 und dem Summilux 2414. Von Madeira. Meine Frau und ich waren da vor 2 Wochen ungefähr. Ne? Und das sind absolut keine Fotos, die auf dem Stativ und beste Schärfe eingestellt, sondern es sind einfach Fotos aus dem Alltag, aus der Realität. So, ne? Blende 1.4 und nach bestem Können und Wissen und Gewissen den Fokus gezogen. Ne? So, darum keine Pixel-Pieper hier. So, ihr könnt die gerne mal ausprobieren, schaut euch die Bilder an. Es sind RAWs übrigens, ne? Natürlich. Und ihr könnt eure eigenen Presets drauf schmeißen und mal gucken, wie das so aussieht, ob das was für euch ist. Und ihr könnt natürlich auch schauen, ob es den Leica-Look gibt, von dem immer die Rede ist. Ne? Nutzt es gerne, macht einfach keine Scheiße damit. Ne? Es sind meine Fotos, ladet die nicht hoch und sagt, es sind eure oder so ein Quatsch. Denn ich würde das nämlich in Zukunft gerne öfter machen. Und wenn da Scheiße mit passiert, es kommt sowieso raus. Ne? Macht man nicht. Einfach für euch, für zu Hause ausprobieren, gut ist. Und schreibt mal was in die Kommentare, einfach mal. Hallo, heute esse ich Pizza. Das Video war gut, mittel, gefällt mir nicht. Hör auf, geh nach Hause, auf Wiedersehen. Es war klasse, Tee, Pizza, Cola. Oh, Hilfe, jetzt habe ich die Lampe umgerannt. Tschüss. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned.